So. Jetzt haben wir hier zwei Questmarker. Das gefällt mir ja gar nicht. Hä? Ach so, wahrscheinlich kommt man auf... durch mehrere Türen da rein. Okay, gut. Da einer geht, das klingt immer, als würde er ersticken. Ich glaube aber, wir kriegen ganz böse Ärger, wenn wir da reingehen. Aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen... Meine Weissagungen haben für das Gebiet nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht. Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Worum geht's denn hier? Tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle. Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Ja, Ihr könnt wegtreten. Lass dich nicht ansprechen. Begib dich zum Hof von Einsamkeit. Abgeschlossen? Hä? Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ach so, das ist der Hof. Ich dachte, dass die damit den Stall meinten. Die Wolfsschädelhöhle. Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe meint in der Wolfsschädelhöhle diese braucht. Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Klar wollen wir das. Und warum heißt sie Wolfsschädelhöhle? Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Uiu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 i
Biografie der Wolfskönigin. Ah, sehr gut. Hier könnten wir mal ein bisschen was lesen über die Wolfskönigin. Wenn wir die Wolfsschädelhöhle, oder bevor wir die Wolfsschädelhöhle betreten, könnten wir da mal ein bisschen drin stöbern in dem Buch. Mal sehen, hoffentlich vergesse ich das nicht. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wo diese Eingänge hier sein sollen. Ah, hier ist noch so ein Stein. Sehr gut. Büchers, Büchers. Tja. Irgendwie müssen wir da ja hinkommen, wa? Scheint ein kleines Rätsel zu sein, wie wir da hinkommen. Das ist auch nichts hier, das ist auch nur ein kleiner Raum. Schon wieder irgendwas kaputt gemacht hier? Bücher, 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 Bücher. Bloß kein Skillbuch übersehen. Ja, ich, wie gesagt, ich gucke mich jetzt hier nicht besonders gründlich um. Wenn ich alleine spielen würde, würde ich das auf jeden Fall tun. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das zeigt auf ihn, ne? Habt ihr etwas Geschäftliches zu erledigen? Wir gucken nochmal in dem Raum drüben. Irgendwie müssen wir da ja hinkommen. Das kann ja nicht sein, dass die... Hä? Oder ist das unten? Oder irgendwie ein versteckter Schalter, von dem ich nichts weiß? Ich bin gerade leicht verwirrt. Die. Die Questmarker zeigen hierhin. Aber sie bewegen sich auch. Beziehungsweise, nee, nur der eine bewegt sich. Sind die. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal gucken, ob das stimmt hier. Kann auch sein, dass das für unten ist. Jo, sieht fast so aus. Gut, dann gucken wir halt hier unten mal. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir haben hier gerade erst geputzt. Ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Falk hat mich gebeten, mir das mal anzusehen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Na, der ist ja zum Scherzen aufgelegt. Okay, das war ja jetzt nicht so schwer. Plaudern erwischt, muss ich mir was anhören. Dann gehen wir doch mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Prügel dafür, dass wir da reingegangen sind. Ach du Scheiße. Hier sieht's ja aus. Alles durcheinander geworfen. Verbarrikadierter Durchgang. Becher und Schalen und Wein. Meine Herren.
Suche nach Deverins Meister. Huch. Okay. Es ist ja gruselig hier. Naja, gut, die Musik trägt jetzt nicht dazu bei, aber... Verdorrte Pflanze. Boah, überall Spinnweben, ist ja eklig. Hier war mal eine Bar oder sowas. Ganz schön dunkel hier. Huch, was ist passiert? Wir wurden teleportiert. Tee, mein lieber Pelli. Ach nein. Nein, wie geil. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Tch, tch. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen, singen, lächeln, alt werden. Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und oh, oh, oh. Und der also diese Geschichte hier, die sieht mir wirklich sehr gerade nach Alice im Wunderland aus. Ja, so eine kleine Anspielung darauf, das Tee trinken mit dem Hutmacher. Nun denn. Zumindest ist das auch irgendwo mitten im Wald. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch. Sheogorath, das ist doch... Ja, ja, das ist doch ein Daedra-Fürst, oder? Pflichten und Aufgaben. Soweit ich weiß. Oh, ich glaube, wir hätten ihn ja ansprechen müssen. Wie unhöflich. Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Mit wem habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Der Typ erinnert mich auch ein bisschen an den verrückten Hutmacher, so von der Art... Und weiß, wie er redet. Moment, wo sind wir in hier? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Ja. Ich bringe euch eine Nachricht. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher! Ich habe keine Ewigkeit Zeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ich soll euch aus eurem Urlaub zurückholen. Ach, wirklich? Von wem? Moment! Sagt nichts! Ich will es erraten. War es Molag? Nein, nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passval. Ich liege komplett daneben, Mann. Nicht wahr? Ja. Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Die neuen Orange war's. Überraschung verderben. Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner... entbehrlicher Sterblicher, wirklich. Ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Nö. Ich weiß nur, dass euer Volk sehnsüchtig auf eure Rückkehr wartet. Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen. Es ist nur...
Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Oh mein also Gott, der ploppt. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Heißt das jetzt, dass ihr geht oder nicht? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Und wo liegt der Haken? Ha, ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Nö. Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Na toll. Ja, toll. Ihr denkt jetzt sicher? Kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Benutzt den Wabajak, um aus Pelagius Geist zu entkommen. Was zur Hölle ist der Wabajak? Der Wabajackie oder der Jabberwocky? Der Jabberwocky, den gibt's im Wunderland. Und ich wusste doch, dass das hier eine Anspielung auf Alice im Wunderland ist. Ach du Scheiße. Wie sehe ich denn aus? Und ich habe einen Stab. Was kann das Ding denn? Ich kann... Nein. Ich kann das Inventar nicht benutzen. Scheiße! Okay. Ich kann nichts tun. Ich kann nur versuchen, jetzt irgendeinem von den... Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten, Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender, aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Okay. Ah, die müssen gleich groß werden. Wenn ich ihn denn treffen würde. Ach du Scheiße. Ja, was für eine interessante Quest. Das war gut. Aber ich habe gerade das Problem, dass ich, ach du Scheiße. Ah, jetzt kann ich. Okay, mit dem Selbstzweifeln kann ich gerade überhaupt nichts machen. Ihr scheint ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache hier verkleinern. Ist das alles, was ihr könnt? Was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Muss ich den boxen? Die hauen den immer noch. Und die sind... Das hilft gar nichts. Seid so gut wie tot. Ich bin zu blöd für diese Quest, glaube ich. Ihr seid so gut wie tot. Jetzt sind die wieder weg. Und wenn ich den jetzt haue.
Dann kommen die wieder. Die haben übrigens keine Schwerter mehr in der Hand. Jetzt ist er wieder kleiner. Jetzt wird er wieder größer. Ich ihn jetzt nochmal hauen. Wunderbar. Hilarius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Okay, okay, okay. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was das jetzt sollte, aber warum wir den jetzt dreimal hauen mussten. Bis zum nächsten okay. Mal. Wir können bei ihm pfeifen lernen. Ja, okay, gut. Muss ich nicht verstehen. Ist ja auch alles etwas bekloppt hier wahrscheinlich. Ist ja schließlich auch das Wunderland. Oder eine Parodie darauf, was auch immer. So. Insofern man das Wunderland parodieren kann. Ihr wandelt ja so nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Mhm. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Mhm. Pelagius, der Gequälte, den müssen wir jetzt aufwecken. Wir versuchen es mal mit dem Stab. Eine. Oh oh. Jetzt haben wir den Wolf in eine Ziege verwandelt. Okay. Dann nochmal, ne? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Okay, wir müssen die einfach so schnell wie möglich verzaubern, damit wir nicht auf den Sack kriegen. Ach, du Scheiße. Heißblütige Maid. Ah, wie schön. Okay. Noch ein Versuch. Feuer, Atronach. Und zack. Au. Schmerzen. In was hat der sich jetzt verwandelt? Der ist einfach verschwunden, oder was? Interessant. Okay. Alter, was ist das zur Hölle? Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Eine Truhe. Nein, sieh's zu. Ich kann sie nicht durchsuchen. Schade. Okay, dann noch der letzte Pfad. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir auf so eine verrückte Quest stoßen. Coole Sache. Über was man so alles stolpert durch Zufall. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Ja. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht. Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte von früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Okay, dann müssen wir jetzt gerade mal rausfinden, welche überhaupt meine Kreatur ist. Pelagius Flammendiener, okay. Gucken.
Ich glaube, wir müssen einen passenden Gegner finden. Ich raff's gerade irgendwie nicht. Moment. Eure Kreatur scheint sich nicht besser zu schlagen als vorher. Ich glaube, ihr zielt nicht richtig. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Blitz? Gegen Eis? Ich habe keine Ahnung. Oh Junge, ich will dich treffen. Ach so, ach so, okay. Die Eis, die Blitzkreatur war meine. Ah, okay, und er verwandelt dann direkt. Ja, das ist jetzt. Das ist so eine Art Schere, Stein, Papier. So, jetzt habe ich Feuer gegen Eis. Das müsste doch gut sein. Also so richtig kapiert habe ich das noch nicht. Ich weiß... Also ich glaube, die Blitzgestalt ist auf jeden Fall am besten gegen Feuer. Aber er verwandelt sich ja auch sofort. Jetzt muss ich wieder zu Feuer verwandeln. Und jetzt ist er wieder Feuer. Au! Was muss ich denn machen? Das geht ja sonst ewig so weiter jetzt. Vielleicht muss ich einfach schneller sein, aber der verwandelt sich auch total schnell. Der verliert auf jeden Fall keinerlei Leben. Muss ich denn vielleicht irgendwas machen? Nee, hier komme ich auch nicht weiter. Okay, ich habe gerade ein bisschen Probleme zu kapieren, worum es hier geht. Also in der Theorie habe ich es halbwegs verstanden, aber... In der Umsetzung scheitert es gerade. Der verliert ja gar keinen Schaden. Da passiert auch nichts. Der verliert kein Leben, meine ich. Der verliert keinen Schaden. Und jetzt komme ich an den nicht mehr ran. Ich kann hier ja auch nicht rüberspringen. Ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ich wurde verarscht. Geil. Ich hätte da viel früher drauf kommen können. Dass ich mal auf ihn schieße.
Oh Gott, das tut mir ja leid, dass ihr da jetzt so lange warten musstet, bis ich da mal drauf komme. Oh nein, Eisgeister. Scheiße. Oh Gott, wie man hier reingelegt wird. Naja, was auch sonst. Schließlich sind wir im Wunderland. So, komme ich jetzt hier raus? Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Mhm. Ich hab's geschafft. Ich habe Pelagios Geist geheilt. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber na gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, yay. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen. Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Pelagius Septim der Dritte. Dann gehen wir mal lieber schnell, bevor er sich's anders überlegt. Heute so langweilig vernünftig. Hä? Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Dann wie kann ich denn gehen? Zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck. Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüss. Voll gut. Und wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ah, okay, ich werde geportet. Das war doch lustig. Auch wenn auch etwas langwierig. Gut. Dann gehen wir mal wieder hier aus dem Flügel raus. Interessante Quest, wirklich. Oh Gott. Muss ich erstmal wieder rausfinden. Es ist auch so dunkel hier drin, ich sehe echt gar nichts. Mal kurz einen Kerzenschein benutzen. So. Nee, da hoch wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Ich wollte eigentlich hier raus. Oh. Schlossknacken. Verbessert. Yes. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Dann gehen wir mal hier runter und dann sind wir, glaube ich, auch gleich da. Die Teller liegen hier, lustig. Hä, wo kamen wir denn rein? Da. Sehr gut. Ja. War doch eine interessante, kleine, verrückte Quest. Oh, seht euch nur die Farben an. Ja, was auch immer. ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Indem wir noch ein paar schöne Quests hier in Einsamkeit machen. Ich überlege mir noch, was ich als nächstes machen möchte. Wahrscheinlich gehen wir in die Wolfsschädelhöhle. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr Spaß beim Zuschauen hattet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.